Autohaus Grabowski, Ihr autorisierter Ford-Service-Partner, präsentiert. Buchen Sie jetzt schon Ihren nächsten Urlaub und erleben Sie noch mehr Platz und Komfort im Wohnmobil Ford Challenger. Für 4 Personen pro Tag ab 115 Euro und 300 Kilometer frei. Ab 14 Tage Miete alle Kilometer frei. Autohaus Grabowski. Da kann der Urlaub kommen. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24 die Woche mit den wichtigsten Meldungen der letzten Tage. Spätestens seit diesem Freitag heißt es für alle Verkehrsteilnehmer Fuß vom Gas und noch mehr Vorsicht. Mit den ersten Schneefällen und angekündigten Nachtfrösten könnte es recht glatt werden auf den Straßen. Damit das nicht zu Problemen führt, haben sich die 33 Straßenmeistereien des Landes auf die Wintersaison vorbereitet. Betreuen müssen die über 600 Mitarbeiter rund 8600 Straßenkilometer und ca. 1300 Kilometer Radwege. Im Einsatz sind sie auf den Bundes- und Landesstraßen zwischen 3 und 22 Uhr. Damit die Strecken in dieser Zeit zuverlässig eisfrei bleiben, wurden landesweit rund knapp 38.000 Tonnen Salz eingelagert. Für den Einsatz der Räumtechnik analysiert der Winterdienst an landesweit 30 Messstellen unter anderem auch die Luftfeuchtigkeit und die Bodentemperatur an der Fahrbahnoberfläche und in 30 cm Tiefe. Fußballfans können sich endlich wieder auf den kommenden Januar freuen, dann lädt der FSV Glück auf Brieske-Senftenberg wieder in die Niederlausitzhalle ein. Es gibt ihn wieder, den Budenzauber der Briesker Knappen. Nach zweimaliger Zwangspause lädt der FSV Glück auf Brieske-Senftenberg im Januar zu seinen Fußballturnieren ein. Gespielt wird konkret vom 13. bis zum 15.01. Empfangen werden die Gastgeber beim WAL-Betrieb-Hallenturnier erneut 7 altbekannte Teams. Neben Schalke 04 und der tschechischen Auswahl sind das Dynamo Dresden, Wismut Aue, dazu Energie Cottbus, FC Magdeburg und die DDR-Traditionsnationalmannschaft. Bereits am Abend zuvor laden die Briesker Herren zum Wasserverband Lausitz Masters ein und am Sonntag kämpfen die Bambini-Fußballer um den Pokal der Sparkasse Niederlausitz. Karten erhalten Sie bei Sportspoint, in der Sportlerklause Briesker Straße beim Scharfen Gelb, in der Elsterkampfbahn oder online unter www.fsvbrieske.de. Führungswechsel in den Sana-Kliniken Niederlausitz. Ab 1. Januar 2023 übernimmt der Klinikmanager Marc Bernstedt die Geschäftsführung der Sana-Kliniken Niederlausitz und spätestens zum 1. April auch die Geschäftsführung des Sana-Herzzentrum Cottbus. Der 37-jährige Leipziger folgt in Senftenberg auf Sadik Taştan. Er wechselt für die Sana-Kliniken AG an die Universitäts- und Rehabilitationsklinik nach Ulm. Marc Bernstedt studierte an der Universität Leipzig Betriebs- und Wirtschaftswissenschaften. Seit 2017 trägt er Managementverantwortung im Krankenhaus, unter anderem als Krankenhausdirektor, Geschäftsführer und zuletzt als Clustergeschäftsführer der Helios-Kliniken in Oberbayern. Er ist blau und fast auf der kompletten Strecke zwischen Almosen und Cottbus schon von der Bundesstraße B169 aus zu sehen. Er ist 23 Kilometer lang, nicht sehr hoch, aber er steht unter Spannung. Ein Zaun mit blauer Markierung. Anfang November meldete der Landkreis OSL, dass zum ersten Mal im Kreisgebiet bei Wildschwein die afrikanische Schweinepest ASP nachgewiesen worden sei. Es handelte sich um eine Bache, die nördlich von Neupetershain erlegt wurde. Nach der sofortigen Einleitung von Bekämpfungsmaßnahmen wie risikoorientierte Fallwildsuche kam es zum Bau eines bisher ca. 23 Kilometer langen mobilen Zauns im näheren Umfeld des Fundes. Außerdem wurde eine Tierseuchenallgemeinverfügung erlassen, welche Zonen im Landkreis ausweist, in denen bestimmte Verhaltensmaßnahmen gelten, die eine weitere Ausbreitung der Seuche verhindern sollen. Alle Verhaltensregeln zum Umgang mit ASP sind auf der Homepage des Landkreises OSL veröffentlicht. Über mehr Geld können sich die 7 Großregener Ortsteile ab dem kommenden Jahr freuen. Wie die Stadt mitteilt, werden die Ortsteilbudgets mit Windmitteln aufgestockt. Die Einnahmen stammen aus der Verpachtung einer kommunalen Fläche für den Windpark Woschko-Leskow. Die SVV Anfang November hatte beschlossen, diese Einnahmen auch den Ortsteilen zugutekommen zu lassen. Sie erhalten ab 2023 je nach Größe, Bedarf und Vertragslage zwischen 2.500 und 11.000 Euro jährlich. Das zusätzliche Windparkgeld soll aber auch den Vereinen der Stadt zugutekommen. Zum Volkstrauertag am 13. November fand in Senftenberg traditionell die zentrale Gedenkveranstaltung des Landkreises statt.
Der Volkstrauertag ist ein Tag der Empathie und des Innehaltens, aber auch der Verständigung und Versöhnung. Der Tradition seit 1991 folgend hatten der Landkreis Oberspreewald-Lausitz und der Kreisverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu einer Gedenkveranstaltung eingeladen. Sie fand am 13. November in der Wendischen Kirche in Senftenberg statt. Die aktuellen Kriegshandlungen in Europa machen den Einsatz für eine friedliche Welt umso deutlicher. Mit der Verabschiedung von Bernd Leubner als langjährigen Vorsitzenden des Kreisverbandes in diesem Sommer haben Helga Schüler und Jens-Peter Meyer vom Kreislichen Schulverwaltungs- und Kulturamt die Aufgaben im Kreisverband übernommen. Musikalisch wurde die Volkstrauertagsveranstaltung vom Kammerchor und dem Orchester der Musikschule Oberspreewald-Lausitz unter Leitung von Ulrich Stein umrahmt. Und das sind weitere Kurzmeldungen. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz plant den Kauf einer neuen mobilen Geschwindigkeitsmessanlage. Investiert werden sollen laut Beschlussvorlage für den Kreistag rund 180.000 Euro. Grund seien Probleme mit dem derzeitigen 2019 angeschafften Messgerät. Gekauft werden soll die neue Anlage inklusive Kleintransporter noch 2022. Die nächste Kreistagssitzung ist am 24. November. In Nordrhein geht die Sanierung der Elsterwerder Straße in die nächste Runde. Seit dieser Woche laufen Bauarbeiten zwischen dem Marktplatz und der Kreuzung Forstgartenstraße. Die Zufahrt zu den Märkten von Penny und Netto ist ausschließlich über Kleinkmälen möglich. Gemeinsam in Geschichten eintauchen, das konnten die Kinder der Kita Weinberg-Siedlung in Lauchhammer an diesem Freitag. Im Rahmen des internationalen Vorlesetages hörten sie die Geschichten Das kleine Wir über die Welt der Gefühle, der Freundschaft und des Zusammenstarkseins. Und am Ende bekamen die Mädchen und Jungen ein Buch zum Vorlesen für zu Hause. Unter dem Titel Lausitz – Wir machen es besser haben die Handwerkskammern Cottbus und Dresden eine gemeinsame Resolution verabschiedet. Darin fordern sie, die im Grundgesetz festgeschriebene Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Lausitz sicherzustellen. Dazu brauche es eine länderübergreifende Strategie. Sie dürfe nicht nur auf einzelne Leuchttürme abstellen, sondern müsse das Wirtschaften, Arbeiten und Leben in diesem Gebiet in den Fokus nehmen. Hauptanliegen seien die Fachkräftesicherung, Bildung, Infrastruktur, Nahversorgung und Gewerbestandorte weiterzuentwickeln. Unter anderem fordern die Kammern den flächendeckenden Breitbandausbau, bessere Anbindungen des ÖPNV an Berlin und Dresden, öffentliche Investitionen und einen jährlichen Fortschrittsbericht zum Strukturwandel. Und das waren die Nachrichten und jetzt schauen wir noch auf das Wochenendwetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Nun ist er also da, der erste Schnee der Wintersaison 22/23. Lange liegen bleiben wird er jedoch nicht. Am Samstag ist es kalt mit Werten zwischen minus 6 und 0 Grad. Es ist ein freundlicher Tag ohne Niederschläge. Auch der Sonntag zeigt sich zunächst noch von seiner freundlichen Seite. Ab Mittag wird es dann immer trüber und am Abend sind Niederschläge möglich bei maximal 2 Grad. Der Montag ist dann grau in grau mit leichten Regenfällen und Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad.